Ein Wort, haben wir es ausgesprochen, dann ist es in der Welt. Wir möchten dann auch eine Antwort auf unser Wort. Ant, das ist das verkürzte lateinische anti, gegen. Also ein Wort, das dem gesprochenen Wort entgegnet. Das ist die Antwort. Liebe Zuschauende, ich mag es, Worten auf den Grund zu gehen. Da entdecke ich interessante Zusammenhänge. Wort und Antwort, und dann gibt es da ja auch noch die Verantwortung. Wenn man so will, ist sie eine Antwort auf Worte und ihre Folgen. Und darum geht es in deinem Gottesdienst, zu dem ich Sie herzlich einladen möchte. Kommenden Sonntag, 10 Uhr in der Oberkirche, wir erinnern an die Pogrome gegen Juden, die im November 1938 in deutschen Städten ihre Opfer forderten, und wir denken an das Massaker der Hamas im Oktober diesen Jahres in Israel. Wort und Antwort und Verantwortung. Das sind Zusammenhänge, denen wir nachgehen. Denn sie gehören zum Miteinander, sie gehören ja zu uns. Und im Gottesdienst sind auch Lieder und ist Musik aus Israel zu hören. Das erzählt uns von Hoffnung, die uns trägt und zur Verantwortung ermuntert. Herzlich willkommen also.